Ja, hi, ich bin Kevin. Ich bin jetzt 25, habe mit so ungefähr vor einem Jahr angefangen, mich wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung und Mannwerdung zu beschäftigen. Vorher natürlich die ganzen Sachen, Pick-up, wie die meisten anfangen, Bücher lesen und dann irgendwann einsehen, nach vielen gescheiterten Beziehungen, Selbstreflexion anfangen. Was ist wirklich das Problem gewesen der Beziehung? War es wirklich, habe ich irgendeine Masche falsch gemacht oder irgendwas, oder liegt das Problem weiter tief in mir? Und mit dieser Einsicht war ich dann erstmal allein gelassen und wusste nicht so wirklich, wo ich diesen Weg weiter finden soll. Und habe dann verschiedene Foren geschrieben, aber auch nicht so wirklich eine Antwort gekriegt, wie ich jetzt weitermachen soll. Und dann habe ich den Felix vom Magic Mail Team angeschrieben, weil ich über einen Bekannten von der Magic Mail Sache erfahren hatte. Und habe dann eine sehr, sehr umfangreiche Antwort-E-Mail gekriegt, ohne großartig irgendwelche, weiß ich nicht, Verkaufsmaschen oder Werbung, sondern einfach klar strukturiert und antwortreich, dass ich wusste, okay, ich probiere es einfach mal und lass mich darauf ein. Daraufhin habe ich die Podcasts abonniert und schon nach der ersten Stunde Podcast hören, in der ersten Mail, wusste ich, oder habe ich so viel, hat sich das Gefühl so verändert, dass ich wusste, auf dem Weg gehe ich weiter, ich denke, das wird der richtige Weg sein. Dann habe ich mit dem mit der wahren männlichen Meisterschaft nochmal angeschaut, immer ein Stückchenweise angeschaut, reflektiert, aufgeschrieben, reflektiert, weitergeguckt, 10 Minuten wieder angeschaut, reflektiert und ja, irgendwann, ist schwer zu beschreiben, war ich an einem Punkt, wo ich einfach die Einsicht in meinen eigenen Wert gekriegt habe durch die Sachen, die in der DVD-Reihe vermittelt wurden. Und von da an habe ich mich unabhängig von anderen gefühlt. Das erste Mal wirklich den eigenen Wert erkannt und mich unabhängig gefühlt von allen anderen Sachen. Wenn die Welt zusammenbrechen würde, solange ich mich und meine Fähigkeiten habe, ist alles okay. Und das hat mein Leben fundamental verändert. Dass ich nicht abhängig bin von Arbeitgebern oder Beziehungen oder irgendwas. Genau das, nach dem Gesetz der Anziehung, zieht der genau dann die Sachen an. Wenn man sie nicht braucht oder nicht erzwingen will, dann kommen sie automatisch. Und jetzt natürlich nicht in einem riesengroßen Maße, aber so weit, dass ich wirklich sagen kann, dass ich damit glücklich geworden bin. Bis jetzt. Natürlich ist der Weg noch bei weitem nicht abgeschlossen, aber es hat auf jeden Fall die Entscheidung, mich darauf einzulassen, war, ich würde fast sagen, in meinem seit Anfang der Pubertät die wichtigste Entscheidung gewesen und die am größten Veränderungen in meinem Leben gebracht hat, zum Positiven hin. Also wer in seinem Leben an einen Punkt angekommen ist, dass er weiß, es muss sich etwas verändern, aber er weiß nicht, wie es sich verändern soll oder wie er es anfangen kann, dem kann ich empfehlen, abonniert erstmal den Newsletter, hört euch die ersten Podcasts an und entscheidet dann, ob es was für euch ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass ja, die Masse aller Männer, auch wenn sie denken, vielleicht haben sie keine Themen, vielleicht rennen sie davon weg. Ihr lernt damit, euch selber zu konfrontieren mit euch selbst und eure Themen zu erlösen. Ja, ich bin super happy mit der Entscheidung, dass ich mich darauf eingelassen habe und begonnen habe, meinen Weg zu gehen mit Orlando als mehr oder weniger Mentor und den Produkten vor allem aus dem Podcast und der männlichen Meisterschaft.